Hallo und herzlich willkommen zu Part mittlerweile 36, nee 35 von Terranigma. Ich habe die Sache etwas abgekürzt und bin jetzt schon in Safarium. Also natürlich, ich wollte euch noch was zeigen, natürlich. Es stimmt tatsächlich, die Tiere sind alle weg. Auch oben auf dem Löwenfelsen, da gehe ich jetzt nicht hin extra. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Sie sind alle weg. Sehr traurig. Das sind die Früchte der Weiterentwicklung des Menschen, wenn man so will. Ist nichts mehr. Aber die hier sind noch da. Die Rhinos, die die Brücke bilden. Jetzt auch haben sie auch keinen Löwenkönig mehr, der ihnen sagen könnte, dass sie es eigentlich nicht mehr machen müssten. Und zwar hierher wollte ich zu den Nomaden. Und zwar bin ich hier richtig. Genau. Ich glaube, hier bin ich richtig. Mir wurde gesagt, ein stummes Mädel und ein Pinguin kann ich glücklich machen. Den Pinguin habe ich glücklich gemacht. Blume. Orchidee. Gibst du sie mir? Ja. Möchtest du diese Blume haben? Klar, hier ist sie. Ah, gib dem Mädchen die Orchidee. Vielen Dank. Ich bin Lissy. Der Name kommt uns bekannt vor. Danke für die Blume. Um Himmels Willen, Lissy spricht, das ist ein Wunder. Wir haben Lissy. Das sind die freundlichen Nomaden. Anders als die Quadros. Du bist kein Entführer. Du siehst viel zu freundlich aus. Achso, nee, Quatsch. Die waren ja auch am Anfang unfreundlich zu mir, bis ich denen gesagt habe, dass ich Majo kenne. Nein. Hier wollte ich definitiv nicht nochmal hin. Jetzt muss ich überlegen. Eigentlich ist es keine große Sache. Ich muss jetzt einfach nur hier durch diese Wüste durch. Und dann kann ich mit dem Schiff wieder die Weltmeere besiegeln und kann nach Yamei. Und muss den Eltern dann sagen: Hey, Folks, da ist eure Lissy. Ich habe sie gefunden. Und dann allerdings kommt etwas, das werde ich euch auch ersparen. Ich werde wahrscheinlich dann einen kleinen Cut einfügen. Und zwar muss ich wieder den Weg zurück. Aber jetzt gehen wir erstmal bequem nach Yamei. Und zwar über Kapstadt. Im Übrigen, dass Kapstadt hier extra erwähnt wird, obwohl wir hier nicht an Land können, hat eine spezielle Bedeutung, die wir erfahren werden, wenn wir den Vorgänger der Trilogie spielen. War ich eigentlich hier auf dieser Insel schon? Jetzt können wir gucken. Ja, war ich. Mir kommt die sehr bekannt vor. Der Vorgänger ist Illusion of Time. Und vielleicht werde ich den auch irgendwann mal spielen. War das hier drin? Nein, ich glaube, die haben woanders gelebt, oder?
Hier drin haben sie gelebt. Wenn ich mich recht entsinne. Hier. Was? Kennst du ein Kind namens Lissy? Was? Eine Nomadenstadt? Das Mädchen könnte Lissy sein. Lass uns sofort aufbrechen und es feststellen. Wenn ich nur meine Tochter. Lissy ist am Leben. Ein Wunder. Dem Himmel sei Dank. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Okay, mehr sagen sie nicht. Jetzt hier zurückgehen. Sie scheint es nicht so eilig zu haben, ehrlich gesagt. Also aufgebrochen sind sie ehrlich gesagt noch nicht. So. Ich mache jetzt einen kleinen Cut. Und sehe euch dann in der Nomadenstadt wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder. Und wir stehen jetzt direkt vor dem Nomadenzelt. Da gehen wir jetzt auch rein. Lissy ist weg. Es kamen Leute, die behaupten, ihre Eltern zu sein. Sie gingen zusammen mit ihnen nach Yamei. Ja. Das bedeutet wohl, wir müssen wieder zurück nach Yamei. Und da es keinen kürzeren Weg gibt, nehmen wir natürlich wieder den durch die Wüste und ich kann euch in der Zeit ein paar nette Anekdoten erzählen. Und zwar, Illusion of Time, genau. Das ist ein interessantes Spiel auf jeden Fall und eigentlich ist auch der erste Teil richtig gut, Soul Blazer. Er ist nur etwas anders als jetzt Terranigma zum Beispiel. Also wenn ihr wirklich, wirklich Bock hättet, würde ich tatsächlich sagen, ich würde die Trilogie rückwärts machen. Schreibt mir einfach in die Comments, wenn ihr Bock habt, nochmal, dass ich mit nach Terranigma, also nicht direkt danach, sondern irgendwann, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist dazwischen, sobald es abgeschlossen ist, ob ich dann Illusion of Time. Achso, ich hätte eigentlich in die andere Richtung fahren können. Ich hab Schädel. Na egal, fahren wir auf diesem Weg nach Yamei, dann sehen wir noch ein bisschen was von Südamerika. Ja, ob ich Illusion of Time spielen soll, das. Wenn Interesse besteht, würde ich es nämlich auf jeden Fall gerne machen. Ist ein super schönes Spiel, wesentlich linearer als Terranigma zwar, aber auch mit einer richtig, richtig tollen Story. Und danach, wenn dann wirklich noch viel, viel Bock bestünde, würde ich auch noch Soul Blazer spielen. Allerdings ist das jetzt alles noch Zukunftsmusik, also ihr habt Zeit, euch zu entscheiden. Und da sind wir auch schon in Yamei. Noch herrscht eine gewisse Distanz zwischen Lissy und uns. Es wird sich eine Zeit dauern, bis wir uns aneinander gewöhnen. Wir stehen tief in deiner Schuld. Als Zeichen des Dankes wollen wir dir diesen blauen Stein überreichen. So, das war nötig. Hab Dank. Es wird wieder bei mir sein. Mein Traum wird Wirklichkeit. Danke. Von ganzem Herzen danke. Okay, sie sagt auch nicht mehr viel. Nun gut, ich habe Rabeneltern geholfen, jetzt zu ihrer Tochter zu kommen. Ob das jetzt die beste Entscheidung war, weiß ich nicht, aber ich wollte den Kristall haben. Muhahaha. Wir gehen jetzt nach Australien und zwar nur aus dem einzigen Grund, dass dort eine Start- und Landebahn ist. Und wir eben nach Devota wieder müssen. Denn es wartet ja noch jemand auf uns. Genau gesagt, in Ostsibirien. Eigentlich wäre die andere Richtung wieder kürzer gewesen, aber wir. Kalahari. Moment mal kurz.
war ich denn da? Hm? Hier? Ich kann nicht nirgendwo landen, ne? Kapstadt, Kalahari. Ja. Anscheinend noch eine Region, die betitelt ist, aber wo man nichts machen kann, die man nicht betreten kann. So. Damit seien wir gelandet. Wir werden kurz nach Devota gehen, allerdings nur um zu speichern. Mehr brauchen wir hier wirklich nicht. Die Leute hier gehen mir sowieso alle auf den Sack. Mit ihrem Beruga hier, Beruga da. Beruga ist so wunderbar. Und ich muss jetzt versuchen, tatsächlich noch 3 Levels hinzuzugewinnen, bevor es dem Ende des Spiels entgegengeht, mindestens. Sonst sehen die Chancen eher schlecht aus. Beziehungsweise der letzte Kampf wird sich sonst ewig ziehen. Wir sind am Turm und da warten schon unsere Freunde. Überlass es Perry! Ich weiß, wo wir Beruga finden. Wie aufregend! Der König der Tiere beschützt mich. Ich hoffe, dass Liam... Ich hoffe, Liam weiß das auch. Na endlich! Du bist da! Dies ist Berugas Laborturm. Hoch oben geschehen grausame Dinge. Es scheint, dass Beruga von einer höheren Macht gelenkt wird. Er predigt, dass ein Wesen des Untergrunds die Welt befreit. Ich weiß nicht, was für ein Wesen ist, doch ich fürchte es. Kumari hat verkündet, dass nur Ark die Welt befreien wird. Wir werden alles tun, um zu helfen. Perry, lass uns durch eine andere Tür eintreten. Ich vertraue dir Mylin an. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Ark, versuche nicht, mich aufzuhalten. Werden wir nicht. Wir sind ganz auf deiner Seite. Wie aufregend. Okay, okay, das hat sie eben gerade schon gesagt. Ark! Wir kommen doch ein Stück hier raus, oder? Dort vorne ist eine Überwachungskamera. Die übernehme ich. Na? Es dauert ein wenig. Oh, ich sehe gerade, wir haben immer noch die Blumen ausgewählt. Gut, Ark, ich bin beruhigt. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Ich glaube nicht, dass die Kamera uns aufgenommen hat. Hollerö, endlich kann ich meine Fähigkeit nutzen. Los, gehen wir. Wir gefährden die anderen, wenn wir hier bleiben. Ja, sie hat anscheinend eine Illusion erzeugt und sich dahinter versteckt. Wir nehmen jetzt mal Wunderknollen in die Auswahl. Falls irgendwas passieren sollte mit Kameras, sind nutzlos. Da, Vorsicht, ein Roboter! Ich werde ein Trugbild erschaffen, das uns tarnt. Geh du vor. Ich will die aber töten. Naja. Au! Aua! Autsch! Hahaha, bist du überrascht? Roy hat den Kran gesteuert. Pah, deshalb hat alles so gewackelt. Ich hätte nie gedacht, dass Heldsein so schwer ist. Beschwer dich nicht. Lass uns weitermachen. Ich glaube, die Laserstrahlen kommen von dort. Major hat die Gabe, in die Zukunft schauen zu können. Er wusste, dass ihn Laserstrahlen verletzen würden. Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Warte hier. Ich werde die Feuerluke verschließen. Thank you.
klingt nach einer radikalen Lösung. Arg, alles klar, jetzt geht's los. Wahrscheinlich sind hier irgendwie Laserstrahlen rausgekommen. Harry. Nun, was hältst du davon? Ich werde dich mit Malin begleiten, Arg. Du gehst vor. Gut, das hätten wir geklärt. Na komm, lass mich dich töten. Ungute Viecher. Ich kann mal gucken übrigens, wie die heißen. Diese Viecher heißen Kanoniers. So. Die Frage ist, wenn Majobe in die Zukunft sehen konnte und sehen, dass ihn Laserstrahlen verletzen, hat er theoretisch die Zukunft geändert. Und damit, also dadurch, dass er... Also mal kurz nachdenken. Er hat die Zukunft geändert. Das heißt allerdings auch, dass die Zukunft, die er gesehen hat, gar nicht mehr existiert. Was hat er dann gesehen? Darüber sollten wir mal nachdenken. Hier unten geht's nicht weiter. Gehen wir nach links. Es ist lange her, Arg. Du hast viel bewegt. Man muss zwei der Hebel gleichzeitig betätigen, um die Luke zu öffnen. Arg, nimm diesen Hebel. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Da unten geht's dann weiter. Bereit, Fieder? Dann los, jetzt! Offen, wir treffen uns später. Und wir hören nochmal die ganzen Charakter-Themes. So, hier oben geht's weiter. Hier links geht's aber auch weiter. Diese Roboter heißen Cyberchipper. Wenn ich recht weiß. Ja. Haben 170 KP. Sind also kein Problem mehr für uns. Die sind etwas stärker, die Kanoniers. Und ich glaube, es sind auch die stärksten Gegner, die wir noch treffen können, ne? Ja, 342 KP. Das sind immer noch die aller stärksten Gegner, die wir hier treffen können. Ich gehe erstmal hier runter. Ach, hier sind auch nochmal Roboter. Okay. Also, hier geht's nicht weiter. Weder oben noch unten links. Dann müssen wir doch zu den Kanoniers. Wir haben hier einen Kristall. Ah, verdammt. Manchmal klappt der Funkenflug nicht so. Deswegen greife ich am liebsten mit dem Blitzstich doch an. Ich glaube, wir müssten bald alle Kristalle haben. Ich schaue gerade mal in die Truhe. Irgendwo, meine ich, stand eine Statistik, wie viele Kristalle wir besitzen. Hier, 23 von 95. Ich frage mich, ob wir jetzt alle haben. Oder ob es tatsächlich 99 Kristalle gibt. Ich weiß es nicht. Also die 95 heißt, so viele haben wir gefunden. Und die 23 ist, wie viele wir noch übrig haben. Nachdem wir schon einiges für Zauber und Ringe ausgegeben haben. Bumm. Wo geht's jetzt lang? Entweder oben oder unten.
Ach nee, hier oben ist ja gar nichts. Außer Gegner, die uns den ein oder anderen Erfahrungspunkt bringen. Und wir müssen noch immer zwei Levels, nein, drei Levels will ich mindestens aufsteigen. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ach ja, diese Roboter heißen übrigens Thrill Robot. Jo, und die Würfel, die wir gesehen haben, das sind die Wirbelkuben. Ja. Das wär's im Grunde. Fast. Also wir haben ansonsten nur noch einen einzigen Gegner. Einen einzigen normalen Gegner im Spiel, den wir noch nicht gesehen haben. Was gibt's hier unten? Endlich, Level 30. Wir brauchen aber noch zwei Levels, um gegen den Endgegner am Ende eine gute Chance zu haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich dir helfen könnte. Tritt zurück! Ich blase mit meinem Ballermann ein Loch in die Wand. Halte die Ohren zu! Feuer frei! Ein sehr sauberes Loch, muss ich sagen. Geh nun! Okay, nur der eine hat was hinterlassen. Aber es ist ja eigentlich egal. Ich weiß gar nicht, warum ich das ganze Geld noch einsammle. Ich brauch's eh nicht mehr. Wahrscheinlich Gewohnheit. Oder dieser Drang, alles zu sammeln, was es gibt. Oder was einem offeriert wird. Okay, die brauchen teilweise noch zwei Schläge. Oh, 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 Abwehr nimmt ab. Das ist immer schlecht. Ich sehe es! Beruga versucht mit einem Luftschiff zu fliehen. Die Tore des Schiffs sind bereits verschlossen. Wir müssen eine der Luken öffnen. Er darf nicht entkommen. Wir haben noch ein Vitalelixier gefunden. Das ist ja sehr schön. Das nehmen wir gleich mal ein. Der Ego-Spiegel ist wichtiger für mich, deswegen bleibe ich mal hier auf dem Bildschirm. Ach, ich kann mal auf die Labyrinthkarte gucken. Die ist nicht begehbar. Es braucht noch wieder eine Weile, bis wir ein Level aufsteigen. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich das schnell erreiche. Dafür werde ich hier diese Gegner des Öfteren zwingen. Auch noch nicht drin. Wir müssen alle Schalter gleichzeitig betätigen. Ark, beeil dich und geh in deinen Raum. Werden wir... Wo sind denn hier? Ah, da sind sie, die Roboter. Oh, 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 shit. Das hätte eben übel enden können. Ihr seht, mit abnehmender Abwehr ist nicht zu spaßen. Huiuiui. Gut, dass es nochmal, ja, gut gegangen ist. Aua. Es gibt in vier Räumen Schalter.
Majo, Meilin und ich sind in drei Räumen. Ark, geh in den vierten Raum. Hilfe. Ich esse noch ein bisschen was. Okay. Das muss der Schalter für die Fenster sein. Ark, hörst du mich? Wenn ich rufe, müssen wir alle Schalter gleichzeitig drücken. Bereit? Jetzt! Uah. Es kann sehr, sehr leicht, sehr leicht passieren, dass hier was schief geht. Okay. Ich versuche hier noch ein bisschen zu grinden und zumindest ein Level noch aufzusteigen. Das könnte jetzt für euch etwas uninteressant werden. Im Zweifelsfall spult ihr vor. Achso, ich kann jetzt nochmal in alle Räume reinschauen, ob die jetzt noch da sind. Ja. So werden wir Beruga stellen. Los, Ark! Alter, irgendwie bin ich nicht für dieses Scharmützel hier geeignet. Aber sie brauchen immer noch zwei Schläge, um besiegt zu werden. Das ist nicht gut. Beeilung, komm schon! Ja, ist ja gut. Was hat Meilin noch zu sagen? Ark! Mach hin oder Beruga wird uns entkommen! Ja, das darum kümmern wir uns noch. Das war ein Glückstreffer. Manchmal lande ich tatsächlich zwei Treffer. Oh, wo habe ich eigentlich das Elixier? Das habe ich zu mir genommen, oder? Oh je. Ich bringe aber nicht viel Erfahrungspunkte. Ich überlege jetzt gerade, wie ich das am besten anstelle. Weil sonst werde ich hier noch ewig am Grinden sein. Ich schlage vor, ich gehe gleich weiter. Und mache offscreen, welche paar Levels hinzu mir verdienen. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Hier ist die Luke offen. Und hier geht's auch zu Berugas Luftschiff. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir tatsächlich einen Cut. Ich schaue, dass ich noch ein paar Levels aufsteige. Und dann begeben wir uns auch direkt zu Berugas Luftschiff. Ich kann nur sagen, es wird richtig spannend noch. Das nächste Video wird noch nicht das letzte sein, allerdings. So viel kann ich auch schon mal verraten. Trotzdem, bleibt mir gewogen. Wir sehen uns.